So, Kräuterschnaps, der gute Redanische. So, jetzt noch mit Marabella sprechen, dann mit Soltan sprechen. Und dann sollten wir hoffentlich wissen, was es mit Rittersporn auf sich hat. Und warum will Rittersporn bitte irgendwas auf Friedhöfen? Also selbst Lehrstunden ergeben ja da gar keinen Sinn. Und jetzt sind wir hier hinten. Da will ich eigentlich überhaupt gar nicht hin. Aber gut, wie gesagt, ich denke, wir werden mehr herausfinden, wenn wir mit allen Damen gesprochen haben. Wobei wir auch noch gleich... Was zur Hölle? Sage mal. Mäßigen Sie bitte Ihren Ton. Ich bin sensibel. So, das ist die richtige Tür. Ja, wie gesagt, erst so mit Marabella quatschen, aber ich glaube, wir könnten auch jetzt schon theoretisch zu Soltan. Aber wir wollen ja auch noch wissen, was der Rittersporn mit der guten Lehrerin da getrieben hat. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Marabella, wo bist du denn? Ach, da bist du. Marabella Kiesbauer. Darf ich dich kurz sprechen? Ja, was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja, der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Vielleicht... Nein, ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel, darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Hast du ihn nochmal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold, er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen, also glaube ich, dass es vorbei ist. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Höher! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher! Ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Ja, das ist leider auch eine sehr traurige Geschichte. Ja, wenn die Liebe vorbei ist, wenn es um Schimmel geht und der Schimmel wichtiger ist als eine schöne Lehrerin. Gut, aber wir müssen jetzt zurück zu Soltan und jetzt, ja, uns mit ihm austauschen. Was sehe ich denn hier? Sehe ich hier einen Barbier? Das ist aber eine gute Gelegenheit, mal unsere Frisur zu wechseln, weil wir haben jetzt schon seit einiger Zeit denselben Look drauf. Ist der besoffen? Suchst du einen Barbier? Dann bist du fündig geworden. Willkommen! Ich rasiere den Herrn zum halben Preis, verdammt nochmal! Kannst du mir die Haare schneiden? Falls deine Hände nicht zu sehr zittern. Oh Gott. Jetzt bin ich gespannt. Der schneidet uns doch direkt die Halsschlagader durch. So. Und zwar... den elfischen Rebellenschnitt. Mal gucken, wie der aussieht. Ein besoffener Friseur, das bedeutet Vertrauen. Das wollte ich eigentlich nicht. Was heißt, das wolltest du nicht? Sind die Haare nicht geschnitten und bist du nicht rasiert? Doch, und zwar ordentlich. So wollte ich nicht aussehen. Und dieses Schicksal wollte ich nicht. Ich sollte Droste von Mahakam werden. Stattdessen rasiere ich Streuner und Vagabunden und schneide ihnen die Haare. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Na super. Das ging ja mal nach hinten los. Aber ich glaube, auf dem Weg in die Stadt finden wir bestimmt noch einen anderen Friseur.
der uns das alles mal richtig machen kann. Mann, 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 was für ein Griff ins Klo. Es gab hier doch noch einen anderen Friseur. Oh, oh. Wo ist denn der andere Friseur hier? Weil so will ich jetzt eigentlich nicht aussehen. In Ochsenfurt vielleicht? Okay, gut, dann weiß ich auch nicht. Müssen wir wohl erstmal mit dieser Schmach leben? Oder können wir vielleicht einfach ein bisschen schlafen? Dann ist er wieder besser drauf und dann können wir uns normal bei ihm die Haare schneiden lassen. So, er kann ja hoffentlich nicht ewig besoffen sein. Wir probieren es einfach nochmal. Oh Gott, der ist immer noch besoffen. Oh, willkommen. Kannst du mir die Haare schneiden? Oh Mann. Und zwar lang und offen. Hoffentlich sieht das jetzt diesmal besser aus und das ist der erste Friseur, der auch Haare dran schneiden kann. Meine geht natürlich heutzutage. Na gut, es sieht auf jeden Fall besser aus als das, was wir vorher hatten. Bis dann. Okay, ich muss sagen, das hat irgendwas. Irgendwas Cooles. Zwar nicht unbedingt die Frisur, die ich gerne will. Aber, naja. Wie gesagt, wir finden hier hoffentlich mal noch einen anderen Friseur, der uns das hier wieder besser machen kann. Vielleicht wird es jetzt dann die Zeit, dass wir Helme tragen oder so etwas. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das müssen wir ganz schnell reparieren. Aber ich will erstmal mit Soltan sprechen. Oh, was ist hier los? Oh, oh. So eine spontane Aktion sind ja meistens nicht gut. Ach, du Schreck. Von Riva, Hexer, Wasserwolf nennen sie dich. Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen! Das ist ein Missverständnis. Also gut, nehmt sie. Aber ich brauche eine Bescheinigung. Ich will nichts verlieren. Ich stelle dir sofort einen Wisch aus. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament! Aha. Oh Gott. Jetzt müssen wir die auch noch hier... Ah, das heißt, wir können doch bestimmt dann sowas wie Igni benutzen. Dann müsst ihr jetzt halt einfach verbrennen, wenn ihr mir schon meine Waffen nehmt. So. Okay, das mit dem... Okay, mit Igni geht das hier ziemlich gut. Na kommt her, Jungs. Und nochmal Igni, weil es so schön war. So, der erste. Na komm, nochmal, nochmal. Komm ruhig ran. Na komm, komm, komm. Und brenne, du Schuft. Und weil es so schön war, gehst du nochmal in Flammen auf. So, und da werdet ihr auch beide dahin geschmort. So, 25 Erfahrungspunkte. Ja, und auch hier sehen wir wieder das Ergebnis einer Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber es hat ihnen ja nichts genutzt, uns unsere Waffen abzunehmen, denn zum Glück können Hexer ja auch ein bisschen Kampfmagie. Und mit der haben wir die Jungs hier mal ordentlich fertig gemacht und ich finde meine Frisur so etwas von scheiße, dass ich mir direkt echt eine neue machen lasse. Ich muss nur noch wissen, wo wir hier nochmal einen Friseur finden.
muss hier irgendwo noch einen geben und ich werde ihn auch finden. Aber erst einmal geht es zu Soltan. Wie geht's dir, Puschel? Ah ja. Den alten Soltan vermisst, Käuzchen. Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Soltan, vermutlich kann nicht mal ein Magier diese Eule in einen Papagei verwandeln. Du wirst schon sehen. Hör gut zu, sie wird schon bald gewinnt mit uns spielen. Aber wir wollten ja über Rittersporn reden. Und, wie steht's? Viel erfahren? Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ah, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Warum stand sie nicht auf der Liste? Diese Priscilla war anders. Für Rittersporn war es wohl mehr als eine Schwärmerei. Echte Leidenschaft. Ihn verlangt nach jeder Frau, die er trifft. Wie soll ich's erklären? Wen liebt Rittersporn am meisten? Sich selbst. Genau. Und sie ist sein Ebenbild. Was soll ich sagen? Könnte es sein, dass er endlich seine Meisterin gefunden hat? Sie mag seine Meisterin sein, ja. Oder vielleicht mehr. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Also irgendwie mag ich Puschel. Puschel ist total niedlich. Nur schade, dass Puschel ja einen Blindmachhelm aufhat, damit sie eben nichts sieht. Aber naja, das ist dann halt wohl so. Ja, wir müssen jetzt einen Liederabend mitmachen. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der sieben Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ah ja, gut, dass ich das nicht vorlesen musste. Da hätte ich mir direkt die Zunge gebrochen. So, und wir schauen jetzt erstmal, wie wir dieses Unheil von Frisur wieder in den Griff bekommen. Ah ja, und dafür machen wir ganz kurz mal bei den Filtern alles weg, bis auf Friseur, dass ich auch wirklich sehe, wo hier die Friseure abdancen. Ah, gut. Das sieht man gleich gar nicht. Ha. Mhm. Das macht es jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wahrscheinlich müssen wir dafür nur die Händler durchgehen. Aber gut, das können wir dann ja auch ohne. Also, jetzt mal hier bitte. So. Ah, und wisst ihr, was ich auch mal machen sollte? Ich schreibe das ja ständig in die Kommentare. Und ich vergesse das immer wieder. Und zwar meine Mutagene mal aufzuwerten. Da genau. Nämlich ein großes Mutagen. Zum Beispiel das große grüne Mutagen können wir uns mal machen. Und das große blaue Mutagen können wir machen. Und ansonsten können wir keine großen Mutagene machen. Aber das bedeutet auch, dass wir jetzt im Inventar, wenn alles so jetzt ist, wie ich mir das denke, und ich den Ort finde, wo Mutagene hier abgespeichert werden, was ich ja eigentlich immer wieder vergesse. Genau, grünes Mutagen. Das können wir jetzt nämlich einsetzen. Und ach nee, das machen wir über Charakter. Ah, deswegen finde ich die sonst wahrscheinlich auch schneller. So, und zwar können wir jetzt damit, wenn ich jetzt da oben reingehe, auf das
auf das große Grüne gehen. Und dann haben wir 100 Vitalität. Sehr schön. Vitalität plus 100. So, und wir suchen uns jetzt einen Schneider, um diese blöde Frisur hier mal loszuwerden. Also keinen Schneider, sondern einen Friseur. Ach so, die sieht man nur auf der Karte, wenn man gerade an ihnen vorbeiläuft. Ich sehe schon. Das heißt, ich muss jetzt die ganze Stadt ablaufen auf der Suche nach einem Friseur. Ah, und ich glaube, ich hatte auch einen Level-Up. Ja, ich habe einen Punkt zu vergeben. So. Und ich, ja, level weiter Quen. So, damit wäre der Punkt jetzt auch getan. Und ja, jetzt muss ich hier wirklich alles per Hand absuchen. Das ist ja extrem uncool. Hier ist abgeschlossen. Achso, es ist wieder unser Klößer. Naja, das wird wieder der Kloß. Ja, das ist wieder der Kloß-Onkel. Ich will doch nur eine andere Frisur haben. Und diesmal bitte nicht von einem Besoffenen geschnitten. Ah, was haben wir hier hinten? Hier hinten haben wir noch einen Schmied. Einen Waffenschmied, hey! Der könnte uns helfen, wenn es denn kein Anfänger ist. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Kriegst du das hin? So, kannst du was? Ja, er kann mir mein Greifensilberschwert herstellen. Ja! Na, endlich habe ich mein Greifensilberschwert. Sehr gut. Achso, und wir können mal was verkaufen. Was hast du im Angebot? So, Schmiede haben ja generell immer ein bisschen Geld und ich habe immer viel zu verkaufen. So. Ja, das Wiepernschwert und so, das behalte ich, weil wir können ja später auch noch alles aufwerten. Deswegen lohnt es sich nicht, das alles gleich zu verkaufen. Oh, Bonusgold gibt es bei Succubus Trophäe. Ah ja. So, erstmal nur ein bisschen Gewicht entledigt. Und dann können wir auch noch den alten Sattel verkaufen. Und er gibt uns zwar nicht das volle Geld, aber immerhin verlieren wir dadurch einiges an Gewicht. Und wir haben endlich... Bis dann. Haben wir unser neues Schwert hergestellt. Und da ich mich kenne und weiß, dass ich es doch bestimmt wieder total verraffen werde, es auch anzulegen. Maugrim. Ein Silberschwert mit plus 14 Schaden. Relikt, auch nicht schlecht. So, Wiepernstahlschwert und hier mal das Greifensilberschwert. So, aber Maugrim ist, glaube ich, wiederum besser. Macht einen weniger Schaden, hat aber mehr Intensität auf Quen und Irden. Und was hast du? Na, 5% auf alle. Also ist das Greifensilberschwert schon mal generell nicht schlecht. Möchte ich mal sagen. So. Ich glaube, man konnte die Minimap auch noch irgendwie ein bisschen... Nee, das war falsch. Man konnte die Minimap doch auch noch irgendwie... Hm.